Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zum Schafezählen-Simulator für Story of Seasons, A Wonderful Life. Papa, hallo! Wir fangen jetzt erstmal wieder hier an und zeigen ihm wieder alles. Bleib doch mal stehen. Hä? 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 Liegt nach dir. Hä? Oh, lang. Hä? So, damit haben wir das schon mal erledigt. Jetzt lass mich raus. Ah, Goku, Mann. So, dann schauen wir jetzt als allererstes mal, dass wir die Hühner rausholen. Dann gehen wir rein hier zu unseren lieben Tieren. Und bürsten die erstmal. Natürlich, das Pferd will natürlich mal wieder nicht. So. Kuscheln, kuscheln, kuscheln. Kuscheln, kuscheln, kuscheln. Ah, ein Schaf ist eingeschlafen. Ah, das Pferd ist wieder wach. Wunderbar. Reden. Reden. Schläft. So. Dann melken. Und melken. So. Hier rein. Hier rein. Und dann die Tiere alle rausrufen. Okay, den Stress habe ich jetzt schon mal fertig. Bimmig. Oh, ist fertig. So, jetzt gucken wir mal. 140. Aus einer Banane mache ich 2. Und bekomme mehr. Das heißt also, wenn ich das umwandle, kriege ich mehr Geld. Dann mache ich das so. Das macht doch dann Sinn. Dann kann ich 3 Bananen behalten für den Notfall. Ja, das könnte funktionieren. So, rüber, 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 rüber. Ah, stimmt. Ich sollte mal gucken. Ich hatte doch noch eine Aufgabe, die wollte ich beim letzten Mal machen. Wassermelone. Eine Wassermelone muss ich finden. Okay, habe ich noch eine Wassermelone? Eine habe ich noch. Perfekt. Ach, Molly, mach mal Platz da. Kuscheln. Kuscheln. Habe ich eigentlich irgendwas von den Enten? Oh, ein goldenes Eimer wieder. Ah, das Huhn ist jetzt auch wach. Gut. Kuscheln. Absetzen. So. Und? Verkaufen, verkaufen. So, sind die anderen Bananen jetzt auch fertig?
Jawohl, ja. Das ist gut. So, das waren alle Bananen und dann hier auch nochmal. Na komm, eine Banane kommt da noch runter. Schön. So, dann kann ich nicht düngen. Ich kann hier nichts mehr düngen. Okay. Wasser. Wasser war leer. Und eine Ente habe ich übrigens noch nicht gekuschelt. Die muss ich gleich noch raussuchen. Die muss aber irgendwo hier dann wahrscheinlich sein. Nur die Ente finden ist das Ding. Da ist die Ente. Mir fehlt eine Ente. Oder hat die sich irgendwo hier hinter verkrümelt? Nee, ne? Hier hinter habe ich bisher noch kein Tier gesehen. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder Hunger? Milchsuppe. So, wie viele Bananen waren das eigentlich? 15 wieder. Okay. Da ist die Ente. Ah, und da ist das Küken. Gucken. Ente, schläfst du? Schläfst du, schläfst du? Nein, schläfst nicht. Ah, da kommt ja schon der gute alte Ben. Takakura. Na Junge, alles klar. Das Feuerwerk beim Festival war ein echter Hingucker. Atemberaubend. Mir all die schönen Farben und Lichter am Nachthimmel anzuschauen, hat viele alte Erinnerungen geweckt. Ah, ich sollte mal meine Sachen holen, wenn ich da verkaufen möchte, ne? So. Spielblume, Trickblume. Die Blume, die Blume, die Blume, die Blume, die Blume, die Blume, dip, 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 dip. Und sortieren. Wunderbar. Und wer war das? Wer wollte jetzt die, Chris? Wenn wir sie hier unterwegs irgendwo Chris sehen, kann ich ihr noch die Melone geben. Aber Chris sehe ich hier draußen noch nicht. Chris. Chris. Christine. Ich wollte sagen, macht ihm doch mal Platz, dass er endlich mal aufmachen kann. Er hat auf, das ist auch gut. Ich möchte das mal etwas verkaufen. Wir hätten hier die Spielblume. Man immer in die falsche Richtung gedrückt. Nach. Zu schnell gedrückt. Achtzig, vierzig, sechzig, tausend. Das ist schon mal ein bisschen was, ne? Ja, klingt gut, komm. Ich möchte das verkaufen.
250 klingt auch gut. Darfst noch etwas kaufen? Was kann man denn bei dir vielleicht kaufen? Eine blaue Trickblume? Nee. Einen Energy Drink. Na, das klingt doch. Yay! Nein, danke. So. Wem soll ich den Energy Drink bringen? Energy Drink, okay. Hier rannte doch darum, genau. Ich habe einen Energy Drink für dich, Mädel. Hm, was ist denn? Oh, ich bin wegen deines Auftrags hier. Der Energy Drink. Überreichen. Oh, danach hatte ich auf dem Anschlagbrett gefragt, nicht? Verbindlichsten Dank, Torplay. Bin wirklich froh, dass du es mitgebracht hast. Dieses alte Strandspielsachen brauchen wir nicht mehr, aber vielleicht kann Goku ja was damit anfangen. Pass gut auf dich auf, ja? Wenn ich wieder Aufträge habe, mache ich wieder einen Anschlag. Ach, das ist süß. Sag ich jedenfalls schon mal 14.000. Juhu. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob Chris hier irgendwo rumrennt. Ach, verdammt, falsche Taste. Wieder. So, wo könnte Chris sein? Noch in ihrem Haus? Nein. Chris soll irgendwo hier sein. Irgendwo hier, die ist doch nicht da. Ist sie hier in dem Haus drin? Ist das Chris ihr Haus? Hier soll Chris sein, aber ich sehe sie doch gar nicht. Ach, da. Nee, das ist doch gar nicht Chris. Das ist Flora. Hallo, Torplay, man verliert das Zeitgefühl, wenn man den ganzen Tag im Dunkeln gräbt. Ziemlich heiß, nicht? Die Temperatur in der Ausgrabungsstätte ist noch erträglich, aber das Zelt in der ist der reinste Hochofen. Abscheulich. Nee, ich suche doch Chris. Wo ist denn Chris? Chris ist nicht auffindbar. Das heißt, die ist wahrscheinlich noch in der Stadt und kommt dann da erst raus. Oh Mann. Mensch, Chris, jetzt komm endlich raus da. Und sie hat sich heute freigenommen, damit sie sich hier... Okay. Ja gut. Ach, wisst ihr, was sie machen kann? Ha. Sammle ich so lange die Blümchen ein. Wisst ihr, an wen sie mich erinnert? Sie erinnert mich so ein bisschen an Chi-Chi. Also von Dragon Ball. Also die Frau von Son Goku. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Liegt nicht so ein bisschen an der Farbgebung mit, was sie trägt. Und an den Haaren. Nein. Nein, 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 nein. Das wäre ja viel zu oberflächlich von dem lieben guten Torplay, ne? Aber doch, ja. Guten Tag. Puh, ist das heiß. Tja, heiß ist es, ja. Ach, das Goku. Den wollte ich gerade haben. Feuer weg, schön. So lese ich.
Warum kann der Kleine eigentlich kein R aussprechen? Ist er Japaner? Oder ein Chinese? Gerade niemand zu Hause? Nein. Nein! Wo ist Vesta? Oben im Wald. Was macht sie denn da? Goku, tut mir leid, ich muss dich einmal zu Vesta bringen. Du sollst von ihr lernen, wie es heißt, ein richtiger Landwirt zu sein. Und dann bekommst du den Landwirtschaftssimulator. Muss sich ja lohnen, ne? Hallo Trueplay, ich hatte so viel Spaß beim Feuerwerkfestival. Ich hoffe, Charlie und Cole wissen, wie dankbar wir ihnen für diese unvergessliche Nacht sind. Ja, aber ihr solltet doch jetzt mit Goku reden, nicht mit mir. Hey. Trueplay, wie geht's dir? Das Feuerwerk behauptet steif und fest, dass das nicht einmal ihre beste Arbeit war. Die Zwillinge behaupten, das Feuerwerk, okay. Aber ich denke, die haben einen an der Klatsche. Wobei, ich glaube, ich verstehe sie. Wir Landwirte sind in manchen Dingen auch Perfektionisten. Pyrotechniker eben auch. Goku ist so ein süßer Fratz. Er kommt ganz nach Molly. Ach, und natürlich auch nach dir. Ach, der geht nur nach mir. Oh, hallo Goku. Gehst du mit deinem Papa spazieren? Ist bestimmt spannend für dich. So, jetzt lasse ich Goku hier mal wieder mitten im Wald stehen, ne? Gehört sich ja so. Na, Kind einfach mal mitten im Wald stehen lassen. Hatten wir ja schon mal das Thema Rabenvater und so, ne? Gib mir richtig Mühe. So, hier haben wir jetzt alles eingesammelt. Das sammeln wir hier auch nochmal ein. Gucken wir mal ganz kurz, wie sieht es jetzt bei Goku aus? Ja, kommt, es wird mehr. Es wird mehr. Es ist jetzt schon mehr als Musik. Ja? Noch nicht mehr als Athletik, aber es ist mehr als Musik. Pui chillt hier rum. Dann gehe ich mal wieder angeln. Weil Fisch kann man ja schlussendlich dann auch irgendwann mal gebrauchen oder verkaufen oder sonst irgendetwas. Na komm, beiß an. Ein gefleckter Saibling. So. Und was gibt's jetzt? Einen. Wieso bin ich jetzt schon wieder müde? Ein Masu. Und ich bin müde und das finde ich gar nicht toll. Ah, klar bin ich müde. Weil ich so spät ins Bett gegangen bin. Durch dieses blöde Feuerwerk. Dann machen wir es jetzt wie folgt. Dann gehe ich kurz, ich glaube duschen hilft dabei. Das können wir jetzt mal ganz kurz auch rausfinden, indem wir... Kurz gucken, was sagen meine Werte. Meine Energie ist doch noch relativ gut. Das verstehe jetzt mal einer. Nö, das hat mir nicht geholfen. Das andere, was ist das? Okay, es füllt nur meine Ausdauer auf.
Als oberste füllt meine Ausdauer auf, aber was macht das unterste? Keine Ahnung. Na, dann bringe ich jetzt mal die Tiere einfach rein. Tierchen rein. So, die Kuh nochmal melken. So, Kuh und Schafe rein. Und dann legen wir uns halt einfach schlafen. Punkt. Dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal. Ja, ihr wisst ja, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.